1. Ich wohne mit meiner Frau auf der Hallig-Südfall in der Nordsee, weil ich hier arbeite. Südfall ist eine ganz kleine Insel. Sie gehört zum Nationalpark Wattenmeer. Ich bin Biologe. Für mich sind die Vögel hier besonders interessant. Es ist oft einsam, denn wir wohnen nur zu zweit hier. Die wichtigsten Personen sind für uns unsere erwachsenen Kinder. Sie leben in Kiel, aber wir sind immer in Kontakt, über Telefon oder sie besuchen uns. Und natürlich sind meine Kollegen vom Nationalpark auch sehr wichtig. Es dürfen nur wenige Touristen auf die Insel, weil sie zum Nationalpark gehört. Zwei. Unser Hausboot ist einfach gemütlich. Die Räume sind nicht hoch und auch nicht besonders groß, aber in unserer Wohngemeinschaft hat natürlich jeder ein eigenes Zimmer. Die Küche und das Bad teilen wir uns. Für uns ist das perfekt. Die Atmosphäre ist einfach toll, auch wenn es im Winter ein bisschen kalt ist. Dafür kann man im Sommer die Füße ins Wasser hängen, wenn es heiß ist. Freunde kommen uns oft besuchen, weil sie es interessant finden, wie wir wohnen. Und wir finden es immer schön, wenn wir Besuch haben. Drei. Man braucht eigentlich nicht viel. Deshalb wollten meine Freundin und ich ein kleines, einfaches Haus. Wir haben es selbst gebaut. Wir haben genug Platz. Es gibt alles, was wir brauchen. Aber man muss natürlich gut organisieren. Jede Sache, jeder Gegenstand hat seinen Platz. Man muss immer aufräumen. Viele Leute verstehen nicht, dass wir zusammen auf so wenig Platz leben. Aber meine Freundin ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Für mich ist das kein Problem. In ein paar Monaten bekommen wir ein Kind. Ich weiß nicht, wie das wird. Kann man als Familie in so einem kleinen Haus wohnen? 4. Ich lebe mit meiner Familie auf einem alten Bauernhof, weit weg vom Dorf und von der Stadt. Für uns ist das Leben hier schön, so wie es ist. Wir brauchen den Stress und den Lärm einer Stadt nicht. Viele Leute denken, dass das Leben hier langweilig ist. Aber ich habe ja den ganzen Tag Arbeit, da wird mir nicht langweilig. Wir haben viele Tiere, um die müssen wir uns kümmern. Die Nachbarn sind wichtig, wenn man so weit weg vom Dorf lebt. Und wir haben gute Nachbarn in der Umgebung. Jeder hilft dem anderen, wenn er Hilfe braucht. 5. Für mich ist die Wagenburg der ideale Wohnort. Das Leben ist einfach, aber schön. Natürlich ist es auch anstrengend. Man muss zum Beispiel Wasser holen und im Winter ist es ziemlich kalt. Im Sommer sind wir fast immer draußen. Wir machen dann viel zusammen. Wir organisieren auch Konzerte und Kunstprojekte. Die Bewohner sind wie eine große Familie. Das ist super. Es ist immer jemand da, wenn man nicht allein sein will und mit jemandem sprechen möchte. Wir essen oft zusammen und wir entscheiden alles gemeinsam. Gespräch 1. Guten Abend, Herr Olsen. Oh, hallo, Frau Morena. Es ist 24 Uhr und die Musik ist sehr laut. Das geht wirklich nicht. Ich muss morgen arbeiten und ich kann bei diesem Lärm nicht schlafen. Oh, Verzeihung, das tut mir leid. Ist es schon so spät? Ja, wie gesagt, Mitternacht. Ich habe gar nicht auf die Uhr gesehen. Und die Musik ist wohl wirklich ein bisschen zu laut. Ich mache sie gleich leiser. Okay, danke. Oder wollen Sie reinkommen und mit uns feiern? Nein, ich muss früh aufstehen. Also dann... Gespräch 2. Ach, Herr Wolny, guten Morgen. Gut, dass ich Sie treffe. Guten Morgen, Frau Gromer. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Ja, gerne. Wir fahren am Samstag für eine Woche nach Italien. Könnten Sie unsere Blumen gießen? Kein Problem, das mache ich gern.
Ach, vielen Dank. Haben Sie kurz Zeit? Dann kommen Sie doch gleich mit rein. Dann zeige ich Ihnen alles. Ja, gut. Also, die Blumen hier im Wohnzimmer brauchen viel Wasser. Und diese Pflanzen... Komm, Melli, trink einen Kaffee mit uns. Ja, gern. Ich brauche eine Pause. Kennst du Melli? Sie macht ein Semester bei uns. Jetzt schon. Hi, Melli. Ich bin Lea. Wo hast du bisher studiert? In Fribourg. Spricht man da nicht Französisch? Französisch und Deutsch. Aber als ich mit 6 in die Schule gekommen bin, da konnte ich nur Französisch. Warum kannst du dann so gut Deutsch? Meine beste Freundin ist aus Zürich nach Fribourg gezogen. Wenn ich sie getroffen habe, haben wir meistens Deutsch geredet. Als ich dann 14 war, habe ich die Schule gewechselt. Ich war dann in einer zweisprachigen Schule, mit Französisch und Deutsch. Und hast du manche Dinge nur in der einen oder in der anderen Sprache gemacht? Das weiß ich nicht so genau. Doch, ich habe immer französische Musik gehört, wenn es mir nicht so gut gegangen ist. Wenn ich ein bisschen traurig war. Wie findest du eigentlich Heidelberg? Als ich zum ersten Mal hier war, vor ein paar Jahren, da hat es mir super gefallen. Es gefällt mir jetzt auch noch gut. Aber wenn man hier wohnt, dann... Eins. Melli kommt aus der Schweiz. Zwei. Melli und Vera sind Studentinnen. Drei. Sie haben ihre Wohnungen getauscht. 4. Vera vermisst ihre Freundinnen. 1. Melli hat vor einem Monat mit ihrem Studium in Heidelberg begonnen. 2. Sie studiert an der Uni und arbeitet abends in einem Café. 3. Vera hat sich in Fribourg verirrt und musste nach dem Weg fragen. 4. Vera hat in der Schule nicht so gut Französisch gesprochen. Hallo Anne, hier ist Nina. Hallo Nina. Na, was gibt's Neues? Also, ich habe tolle Neuigkeiten. Unsere Katze hat Junge bekommen. Echt? Das ist ja super. Wie süß. Total. Und jetzt suchen wir einen Platz für die Kleinen. Habt ihr vielleicht Interesse? Ein Kätzchen? Oh, das geht leider nicht. Weißt du, René und ich, wir sind so viel unterwegs. Die Katze wäre so viel allein. Tut mir echt leid. Aber frag doch mal Tanja. Ach so. Na gut. Hallo Tanja, hier ist Nina. Hi Nina, lange nichts gehört. Wie geht es dir? Du, eigentlich super. Wir haben gerade junge Kätzchen und da habe ich an dich gedacht. An mich? Na, ich mag Katzen ja wirklich wahnsinnig gern. Aber Dirk hat eine Katzenallergie. Ganz schlimm. Leider. Echt? Das habe ich ja gar nicht gewusst. Dann geht das natürlich nicht. Nee, leider nicht. Aber frag doch mal Sven. Gute Idee. Der ist ja ein echter Tierfan. Also bis dann. Danke. Sven Rieger? Hi Sven, hier ist Nina. Hallo, wie geht's? Eigentlich gut. Du weißt doch, wir haben junge Kätzchen und jetzt suche ich gerade ein neues Zuhause. Junge Kätzchen? Eigentlich total gern, aber ich kann nicht. Warum? Hast du etwa auch eine Allergie? Nee, zum Glück nicht. Und ich finde Katzen super, aber mein Vermieter erlaubt es nicht. Das ist aber schade. Hast du eine Idee, wen ich noch fragen kann? Markus und Inge.
Gut gesagt, Kosenamen. Mausi, komm zum Mittagessen. Ach Mäuschen, jetzt komm doch endlich. Da bist du ja endlich, mein Hasilein. Wo warst du so lange? Entschuldigung, Bärchen, es war so viel Verkehr.